Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wir sind immer... Ich will mich mit meinem Fokus umsehen. Ja, das machen wir gleich, ey Leute, das machen wir gleich. Wir sind immer noch bei der Mission, das Feld der Gefallenen, wo wir quasi unserem lieben Freund, wie hieß du nochmal? Ehrend heißt er, um unserem lieben Freund Ehrend quasi helfen müssen, das Geheimnis, um den Mord an seiner Schwester aufzudecken. Ach ja, Fokus und so. Dann jetzt dafür zuerst looten. Looten, Leute. Was ist das hier? Söldnerschmied. Oh. Okay. Wüstengas nehme ich gerne mit. Jetzt kann ich gut verkaufen. Finde ich schön. So. Dann scannen wir mal die Umgebung. Hier. Söldnerschmied. Ach so, das ist noch so ein Tutti, aber das ist nicht ganz so wichtig. Hier. Diese Felsen wurden zerschmettert. Irgendwas hat diese Steine getroffen. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Eine Waffe oder eine Maschine? So viel Blut. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Und wir wären fast die Nächsten gewesen. Was sind das für Lederriemen? Riemen einer Rüstung. Mit einem Messer durchtrennt und ein Stein mit Blut daran. Okay. Das ist alles abstrakt. Als würde das alles nicht zusammenpassen. Da haben wir noch was. War hier nicht was? Okay, hab ich was übersehen. Alles klar, aber hier ist ein Blümchen. So. Ich bin gerade echt am Nachdenken, was hier wirklich passiert sein könnte. Es könnte alles sein. Ich wette mit euch, hier kommt es noch zu einem Mega-Plot-Twist. Hier haben wir noch was. Das sieht nach Waffen der Garde aus. Es ist kein Blut daran. Lasers Männer haben sich nicht gewehrt. Was? Gleich unrealistisch, dass sie sich nicht gewehrt haben, oder? Okay, die drei haben wir. Ist dann hier irgendwo noch irgendwas? Was ist das denn? Anscheinend kann man etwas auf dieses Ding montieren. Das sieht aus wie eine Waffe. Da, bei dem Stativ. Eine verbrauchte Energiezelle. Eine verbrauchte Energiezelle? Okay, aber was wurde damit verschossen? Als wenn das so ein... ich hab keine Ahnung, aber das sieht aus wie so ein Stativ für irgendeine Waffe oder so. Das ist Ersas Helm. Sie starb nicht unten auf dem Feld. Es geschah hier. Die ganze Trickserei. Wozu? Als ob sie mich damit quälen wollen. Ich habe eine Theorie. Aber man braucht etwas Vorstellungskraft. Deine Theorien stimmen eher als die Fakten anderer. Na gut. Ich glaube, die Osaram griffen sie mit einer neuartigen Waffe an. Sie montierten sie auf dem Stativ dort. Sie gibt Kraftwellen ab oder vielleicht auch Schall. Sie hat den Stein hier zerstört. Ich glaube, sie lähmt ihre Ziele, anstatt sie zu töten. Die Garde ging hier zu Boden. Kein Blut an den Waffen. Kein Kampf. Aber warum lähmen, um sie woanders dann doch noch umzubringen? Sie wollten etwas verbergen. Hier, ein blutiger Stein. Mit dem sie Ersas Schädel einschlugen. Oder jemand anderem. Die Lederriemen wurden durchtrennt. Als hätten sie jemandem die Rüstung abgenommen. Das kann nicht sein. Ihre Leiche ist in Meridian aufgebahrt, ganz sicher. Und ihr Gesicht war kaum zu erkennen. Vielleicht zogen sie jemand anderem ihre Rüstung an, jemandem von ihrer Statur. Richteten ihn so zu, dass es jeder sein könnte. Sogar Ersa. Geh zurück nach Meridian. Sieh dir die Leiche nochmal an. Ist es wirklich Ersa? Liege ich falsch? Aber wenn nicht... Dann könnte meine Schwester noch leben. Ich gehe. Triff mich dort, wenn du es schaffst.
Ach du Scheiße, das ist so eine abstrakte Theorie. Also, die macht einfach so Sinn. Okay, wir haben gerade das Grenzgebiet. Neue Hauptquest. Das ist, Triff Erend am Sonnenpalast. Ich weiß, die Stadt der Sonne würde jetzt auf dem Weg liegen, aber ich will einfach, ich will diese Geschichte weiter erfahren. Das ist fucking weit weg, kann das sein? Da ist der Sonnenpalast. Das ist einfach fucking weit weg, Leute. Leute, ich glaube, wir werden zum allerersten Mal ein Schnellreisepaket einsetzen. Ich werde das wahrscheinlich nicht oft machen, aber bei solchen Sachen, wenn ich einfach die Story weiterbringen will, wenn wir den Weg schon mal gegangen sind, ist es einfach... Muss man nicht. Man muss das nicht abreiten. Man erfährt da ja nichts Neues, also... Schnellreise. Dann haben wir das ja auch mal gemacht. Das ist ja auch mal interessant. Wir haben ja noch selbst 6 Stück davon. So. Man muss ja eigentlich alles testen im Let's Play. Dazu gehören ja auch Schnellreisepakete. Also ich bin echt so gespannt, wie es da weitergeht. Wenn Ursa wirklich noch lebt, wieso halten sie gefangen? Kann es auch sein, das wäre das abstrakteste ever. Wenn Ursa ihren Tod nur vorgetäuscht hat, um quasi überzuwandern. Also ich spekuliere gerade viel zu viel. Ich spekuliere viel zu viel. Ich will jetzt nicht irgendwie irgendwelche Mythen irgendwie in den Raum stellen, ohne dass das alles irgendwie mit Fakten gestützt werden kann. Aber... Ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch ein paar Plot-Twists mit sich bringen wird, diese Geschichte. Und ich meine, das ist ja auch eine Hauptquest, also von dem her, die ist gut geschrieben. In diesem Spiel sind alle Quests, außer vielleicht ein paar Bringen und Geben Nebenquests und so, mit Ausnahme von denen sind fast alle Quests richtig heftig geschrieben. Das ist auch das Geile an diesem Spiel. Einfach, dass die Geschichten hier einfach so lebendig sind, es wiederholt sich nichts. Die ganze Dynamik und so, das ist einfach schön. So, jetzt sind wir hier. Der Palast ist hier oben. Der Sonnenpalast. Kriegen wir hin. Ja, dass da aus da oben irgendwas ist, weiß ich. Ich weiß immer noch nicht, wie ich in eine Etage höher komme. Ich hab's jetzt noch nicht hingekriegt. Ja, ich weiß, dass wir die Nebenquest noch haben. Da brauchst du mich nicht dran erinnern. Ist das da drin, der Sonnenpalast? Nee, hier geht's raus, oder? Okay, wir sind falsch. Kind hätte ich mir das niemals träumen lassen. Aber es ist anständig. Geh mal aus dem Weg hier! Bin im Stress! Ich bin gerade dabei, eurem Hauptmann hier zu helfen, also bitte. Ich hoffe mal, ich komme da auch richtig durch. Ja, hier bin ich richtig. Sehr schön. Das ist der Sonnenpalast. Alter! Das sieht schon episch aus. Alter, diese Brücke, was? Alter, das ist eine epische Sicht hier gerade. Also, hier würde ich auch gerne als König residieren. Hallo, Aloy. Ich bin der tadellose Marat. Bitte komm mit mir. Es geht um eine wichtige Konsultation. Was? Wie meinst du das? Wo ist Erend? Er ist drinnen, beim Sonnenkönig. Wohin wir auch unverzüglich gehen sollten. Folge mir bitte. All diese Leute wollen zum Sonnenkönig? Ja, und alle wollen ihn um etwas bitten. Unschön, aber das ist Politik. Der Sonnenkönig will dich unbedingt sehen. Die Maschinenreiterin mit dem guten Auge. Es ist so faszinierend. Ich will niemanden faszinieren. Zu spät. Alles klar. Wir kriegen Osseram Sonderrechte und jetzt Fremde aus dem wilden Osten. Was will der Sonnenkönig denn von dir? Ja, wir holen einfach mal die Schlange. Wir sind was Besseres wie hier. Ich stehe hier schon 2 Stunden und dieser Nora drängelt sich vor. Ich wusste es. Oh, wie geht's denn euch? Kann ich euch grüßen oder irgendwie anreden? Schade, hier hätte ich gerne so ein schönes, verhasstes Gespräch gehabt. Adlige sind wie Kinder, die quengeln, wenn sie keinen Nachtisch mehr bekommen. Oh ja, wie war? Aber kannst du nicht vielleicht ein bisschen schneller gehen? Ich meine, vorher hast du noch Stress gemacht. Wichtig ist, wie er nicht ist. Wie sein Vater. Ich glaube, du wirst ihn ganz vernünftig finden. Hier hoch? Das ist er, hi. Aloy von den Nora, Seherin des Verborgenen. Willkommen. Du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Erend, berichte bitte. Ich war an Ersas Grab. Es stimmt, Aloy. Die Leiche hat keine Narbe am rechten Knie. Ich fügte sie Ersa als Kind zu, im Streit um ein Spielzeug. Wenn es nicht Ersas Leiche ist, kann es sein, dass sie noch am Leben ist. Und ich lasse sie nicht im Stich. Wir wissen nur, dass sie weg ist.
nicht wer es war. Da kann ich helfen. Ersa hat einen Feind unter den Osseram. Einen Kriegsherrn namens Derwa. Unmöglich. Jeder Clan im Anrecht war auf der Suche nach ihm seit der Befreiung. Er muss längst tot sein. Nun, er hat ein Motiv und ist klug genug, um Ersa in so eine Falle zu locken. Er treibt sich bestimmt irgendwo an der Grenze herum. Ich habe schon einen Agenten losgeschickt. Er wartet auf Anweisungen von uns. Auf dem Marktplatz in Scheuerfeld. Wenn ich Truppen an die Grenze schicke, provoziert das die Osseram. Vielleicht ein paar Gardesoldaten. Und noch eine außergewöhnlich talentierte Nora. Erend, Marat, lasst mich das mit ihr allein besprechen. Oha. Ich hasse es, dir noch etwas aufzubürden, doch diese Angelegenheit ist wichtig für mich. Oh, ich habe so viele Fragen und zwar so heftig viele. Ersa scheint euch sehr viel zu bedeuten. Ohne ihre Osseram-Garde hätte ich Meridian niemals befreien und meinen brutalen Vater stürzen können. Seitdem ist es schwierig, den Frieden zwischen unseren Stämmen zu halten, aber Ersa schafft es, ihr Volk davon zu überzeugen. Du siehst, ich brauche sie hier, an meiner Seite. Und das schnell. Aber was ist, wenn sie übergelaufen ist, wenn das ihr Plan war? Das ist ja immer noch meine Idee. Ich hoffe natürlich, dass diese Idee nicht zutrifft, weil das alles sehr viel komplizierter werden würde, aber Möglichkeit bleibt Möglichkeit. Und wer genau ist Derwal? Um Derwal zu verstehen, musst du meinen Vater verstehen. Er hielt sich wirklich für einen Sonnengott. Sein Geist war verwirrt. Er hielt Blutopfer für die Lösung von, tja, einfach allem. Er suchte sich Opfer bei anderen Stämmen, besonders bei den Osseram. Derwal schlug zurück. Er baute starke Waffen und rüstete sein Volk. Mein Vater reagierte mit furchtbarer Grausamkeit. Er entführte Derwals Frau und Tochter und opferte sie im Sonnenring. Wieso nimmt Derwal so viel auf sich, um Ersa zu entführen? Er fühlte sich betrogen. Sie kämpfte an seiner Seite, bis sie begriff, dass er Meridian komplett auslöschen wollte. Da kam sie zu mir. Wir konnten ihn stoppen und befreiten die Stadt von meinem Vater. Seit diesem Tag versucht Derwal, sich dafür zu rächen. Und tut das meist an Osseram, die mit uns kämpften. Er hat sich so viele mächtige Feinde gemacht, dass ich ihn längst für tot hielt. Ich lag falsch. Okay, ich fasse nochmal zusammen. Ersa hat also quasi mit Derwal mal zusammengearbeitet. Ich glaube, dann fällt meine Theorie gerade ins Wasser. Das wäre sehr unwahrscheinlich, dass die beiden dann noch ein Bündnis aufbauen würden, wenn der Hass zwischen den beiden doch so groß ist, dass Ersa quasi sich von ihm abgewandt hat. Aber woher wissen wir jetzt genau, dass es wirklich Derwal ist? Gibt es jemanden, der ihn gesehen hat? Das ist doch auch wieder nur so eine Vermutung. Okay, jetzt kommen ein paar allgemeine Fragen, wie es aussieht. Ich habe eine Frage zum Sonnenreich und zu eurer Politik. Bitte sehr. Der Sonnenkönig werden. Man nennt euch einen Sonnengott, der seinen Vater erschlug, um den Stämmen Frieden zu bringen. Stimmt das denn? Es heißt, du siehst das Unsichtbare, teilst fliegende Pfeile in zwei Hälften und kannst Maschinen zähmen. Wie viel stimmt denn davon? Es kommt schon so hin. Tja, ich möchte den Stämmen gern Frieden bringen, aber du hast die vielen Bittsteller ja gesehen. Vielleicht nächste Woche. Wie gelächelt hat am Ende. Recht nett habt ihr es hier. Man sieht beinahe die kleinen Leute unten am Berg. Es gefällt dir nicht? Dann kann ich dir sagen, mir auch nicht. Ja, man muss Geduld haben. Die Veränderung braucht ihre Zeit. Aber wird sie je kommen, wenn man in Palästen lebt? Vielleicht. Irgendwann. Wenn Leute wie du mich dabei unterstützen. Eure Politik erscheint sehr kompliziert. Die Osseram sind Freund und Feind zugleich. Ich hätte Meridian nicht befreien können ohne die Hilfe von Ersa und ihren Freibeutern. Viele von ihnen leben jetzt hier.
Ja, doch die Präfekten der Osaram-Klane im Anrecht neiden ihnen jetzt ihre Erfolge. Wie auch viele Karja-Adlige. Tja, es ist eine heikle Situation. Insbesondere, weil mein Vater die Osaram jahrelang beraubt hat. Ersa hält den Frieden. Sie verspricht, dass alle profitieren können. Doch manche, wie Derwalen, nähren immer weiter ihren Hass. Ja, Derwal ist also die große neue Hauptperson hier im Verdachtsfall um Ersas Mord. Aber es gibt keine Beweise für ihn. Es gibt einfach keine Beweise. Das sind nur Mutmaßungen. Also, Mutmaßungen, die hinkommen könnten, aber Mutmaßungen sind und bleiben Mutmaßungen. Was wisst ihr über diese Schatten, Kaja? Was haben sie mit Ersa zu tun? Es sind Anhänger von Vaters Regime. Sie harren in der Festung Sonnenfall aus, im Westen. Wie ihm geht es ihnen nur um die Herrschaft. Sie vergießen Blut im Namen der Sonne, um aus ihr Kraft zu schöpfen. Ersa ist ihre Feindin, also hielt man sie sofort für die Schuldigen. Derwal war das klar. Das war sein Plan. Oh, das ist ein mega schlauer Plan, aber ihr habt keinen Beweis für Derwal. Wann bemerkt ihr das endlich? Oder habe ich das aus dem Gespräch vorher überhört? Ich will mich auf wirklich nichts stützen. Es wird so mega wahrscheinlich. Ich weiß. Nun, Könige sollten niemals betteln. Aber bitte, suche nach Ersa. Wer sagt das? Marat zum Beispiel. Wende dich jederzeit an ihn oder Erend, wenn du noch Fragen hast. Okay. Ah, was ist das hier? Nice. Meridians Gründung, alles klar, okay. War das auch noch bekommen? Wie gibt dich nach Scheuerfels? Was ist denn das denn wieder? Das ist ja auch alter, was? Ah, okay. Das ist eine Stufe 15er Quest. Ich will dahin. Kann ich mit dir noch reden hier? So, ich hielt Ersa für tot. Und ich hielt Derwal für tot. Tod scheint nicht mehr zu sein, was es war. Oder ich bin ein Trottel. Wie auch immer. Es ist an der Zeit, meine Schwester zu finden. Und Rache zu nehmen. Ich hoffe, Marats Agent weiß etwas. Uiuiui. Hat Ersa je etwas über Derwal erzählt? Wir gehörten beide zu seiner Truppe. Sozusagen. Wir halfen seiner Armee gegen den Sonnenkönig aufzubauen. Aber dann warf er ein Auge auf Ersa. Selbstverständlich war sie nicht interessiert. Aber er stellte ihr nach. Abgesehen davon, dass wir erkannten, dass er alle Karja töten wollte. Nicht nur die Bösen. Kurz gesagt, er ist ein ganz übler Drecksgraser. Okay. Awad will Ersa unbedingt finden. Ja, sie verstehen sich gut. Manche sagen, da läuft was, aber ich glaub's nicht. Er ist zu dünn für sie. Was? Okay, jetzt habe ich ein paar schlimme Bilder im Kopf. Wir sollten sie lieber finden. Und es derweil zeigen. Oh, okay. Ich sollte gehen. Lass mich in Scheuerfels nicht hängen, okay? Ersa braucht uns. Ich werde da sein, wenn die Zeit gekommen ist. Alter, es struggle gerade so heftig in meinem Kopf, ne? Das glaubt er gar nicht. Was ist das hier? Ah, okay. Alles scheint hier wirklich auf der Wahl hier sich zuzuspitzen. Also, es könnte natürlich sein, dass das alles wieder nur eine Finte ist und dass das alles komplett anders ist, aber es scheint gerade sehr wahrscheinlich... Wie geil ist das denn? Es scheint gerade alles sehr wahrscheinlich, dass es wirklich um Derwal handelt. Aber ich habe da noch eine Vermutung, eine kleine, die ich hier noch unterbringen will, bevor wir die Folge beenden. Dieser Derwal, Blutopfer, Sonnengott, geh zur Sonne, Kind. Wer erinnert sich noch an den Spruch, geh zur Sonne, Kind? Kommt euch das bekannt vor? Das war der Spruch, den der Mörder von Rost an uns gerichtet hat. Der Spruch, mit dem er das Messer an unseren Hals gehalten hat. Der Spruch, mit dem er uns töten wollte. Laufe ich hier gerade in eine Kläranlage oder was ist das hier für ein Wasserkram? Was mache ich hier eigentlich?
Ich komme hier nicht hoch. Das ist eine Sackgasse. Okay. Kann ich da runterspringen, halt, theoretisch? Wahrscheinlich schon. Das ist wichtig. Ich kann's. Aber ich glaube wirklich, dass der Wal, dieser Typ, der Mörder von Rost, dieser eine der Wal sein könnte. Ich glaube es wirklich. Es würde zusammenpassen. Dann würden die zwei Questlinien oder die zwei eigenen Linien quasi auch wieder zusammenführen. Und wieso ist der Weg hier eigentlich runter? Das macht ja keinen Sinn. Obwohl, wenn man von der anderen Seite kommt. Aber Leute, schreibt mir auf jeden Fall in die Comments, was ihr so denkt zu dieser Story und wie ihr glaubt, dass es morgen weitergehen könnte um 15 Uhr. Alter, ich bin so mega heftig gespannt. Ich kann nicht aufhören aufzunehmen heute. Es ist schon so fucking spät. Ah! Aber Leute, schreibt auf jeden Fall eure Meinung zu der ganzen Story hier in die Comments und eure Vermutungen, wie es morgen um 15 Uhr weitergehen könnte. Und schreibt mir auf jeden Fall. Schreibt einfach alles in die Comments, was euch einfällt. Ich will alle Indizien in den Comments haben. Und gebt auf jeden Fall eine Bewertung und dann verbleibe ich natürlich mit einem Ray und sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute.